Erdbeerschalotte mit Holunderblütensirup. Hallo! Als erstes muss ich sagen, dann tun wir gleich euren Backofen vorheizen. Ich habe ihn auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und dann fangen wir an mit unserem Biskuit machen. Wir machen unseren Biskuit, unseren 1, 2, 3 Biskuit. Das heißt, pro Ei 20 Gramm Zucker, 30 Gramm Mehl. Unsere Eier mit dem Zucker und einem Esslöffel Vanillezucker schlagen wir jetzt schön auf. Haha, Luftlecker haben wir eingeschlagen. Richtig schön weiß aufgeschlagen sind unsere Eier mit dem Zucker. Mhm. Das machen wir jetzt in Tee. Da heben wir wieder von Hand unter unser gesiebtes Mehl. Also, gesiebtes Mehl und ein halbes Päckchen Backpulver, da wir miteinander vermischen noch. Du, wir brauchen noch ein schwäbischer Begriff. Was haben wir denn heute? Ja, heute nehmen wir mal ein Gäppel. Ein Gäppel. Okay, der Gäppel lesen wir zum Schluss auf. Ungefähr die Hälfte. So. Und jetzt müssen wir es wieder portionsweise untermischen. Die Luft lassen wir schön drinnen und it auf der Schüsselrand drauf klopfen, sonst fällt er zusammen. Den behandle ich immer wie ein rohes Ei. Wenn mich oder der Teig? Der Teig. Da ist einfach gut, wenn ihr ein gesiebtes Mehl habt, dann habt ihr schon keine Bolle drinnen. Schön fluffig, ha? Mhm. Unser Mehl ist untergehoben. Seite geschwind. Halt, wir brauchen meist nicht mehr. Und jetzt, der Backofen ist fertig. Habe ich ein Blech vorbereitet mit Backpapier. Das Blech habe ich ein bisschen nass gemacht, damit mir das Papier liegen bleibt und nicht verrutscht. Dann wir das aufstreichen. Verlauft schön. Ja, brutal fluffig schön. Ja, ja, gerade will ich sagen. Hammer. Verstehst du jetzt, warum ich sage, ich behandle den wie ein rohes Ei? Mhm. Dann verstreichen wir das jetzt noch schön. Und dann geht er in den Backofen und wie wir schon gesagt haben, der will Ober-Unterhitze. Jetzt fertig ist er. Wenn er nicht zu dunkel backen, dann wird er bröselig, trocken und dann bricht er beim Rollen. Wobei ich hoffe es auch, dass er nicht bricht. Das ist immer so Glückssache, wenn wir unser Biskuit gleich rausstürzen, heiß noch das Papier abziehen. Ah! Ganz normales Geschirrtuch herrichten, Papier ein wenig nass machen, gebt dem geschwind ein bisschen Zeit, dann löst sich das. Geht schon weg? Mhm. Ah ja, man sieht's. Ich möchte jetzt bloß nicht reißen. Die Zeit geben wir am geschwind.
probieren wir es mal, wie weit wir kommen. Super. Jawohl. Und jetzt nehmen wir ein Eirolle und denken zum Auskehlen. So. So stellen ich jetzt Nuss auf die Terrasse und warte, bis er ausgekühlt ist. Und in der Zeit machen wir halt schon unsere nächsten Schritte. Der nächste Schritt ist, meine pflanzliche Gelatine habe ich angerührt mit Holundersirup. Da habe ich das Rezept dazu. Lasse ich geschwind ein bisschen standen und nachher machen wir ihn noch warm. Lösen wir sie voll auf. In der Zeit, solange die Quelle tut, dann wir geschwind unsere Erdbeerenstückle machen. Mundgerechte Stücke machen wir wieder. Zu klein machen wir sie, sonst waren sie so musig. Wir haben alle noch Zähne. Ja. Wow. Ein Oschi, ja? Mhm. Weiß jeder, was ein Oschi ist? Ich schätze. Ein Marzbrechtling. Schon wieder etwas, gell? Ja. So, das Brechtlingsgesetz haben wir auch schon nachgerichtet. Da füllen wir jetzt nachher unsere Roulade mit. Jetzt tun wir unsere Gelatine auflösen. Schön auflösen mit dem Holundersirup. Ach, das löst sich jetzt auf? Das löst sich jetzt auf, ja. Jetzt schlagen wir unseren Becher Sahne auf. Langsam unser aufgelöste, bisschen erkaltete Gelatine dazu. Sonst geht's voller. Jetzt kommt noch unser Quark und unser Joghurt dazu. Unsere Sahnemasse und in die Sahnemasse heben wir jetzt unsere Erdbeerstückle. Brechtling. Und dann stellen wir die Masse auf die Seite. Das machst du gar nicht elektrisch jetzt. Nein. Und wieder kein Muss. Oh, das duftet nach Holunder. Mhm. Also Roulade ist ausgekühlt. Vorsichtig wieder aufrollen. Jetzt werden wir sie mit Erdbeersalz bestreichen. Sieht aber gut aus. Ja. Schön war er. Haben wir gut gemacht, gell? Ja. Also Salz haben wir schön verteilt. Jetzt werden wir sie wieder aufrollen. Zumachen. So. Und auf die Naht legen. Dann kann man sie nachher schön schneiden. Charlotte, Kuppeltorte, wird in Schüsseln eingeschichtet. Die Masse ist ausreichend für eine 22er Durchmesserform. Ich habe so vom Backen ohne Boden so eine Schüssel, wo ich dazu nehmen kann. Die habe ich ausgelegt mit Frischhaltefolie, weil sonst springt das nachher nicht mehr aus der Schüssel raus. Da ist das Neubeppe, oder wie? Ja. Ah. So. Jetzt nehmen wir unseren Biskuit und machen so 20 Stücke.
die legen wir dann jetzt nachher rein, wenn der Rest decken wir nachher zu. Ihr könnt aber auch, wenn ihr eine größere Schüssel habt, einen Biskuitboden auch noch machen und den dann nachher drauf. Wir machen komplett mit Roulade. Gucken wir mal, dass wir so viel wie möglich an Stücke rausbringen. Ich tue mal so gleichmäßig an, ritzen. Und nachher schneiden wir durch. So, weiter kommen wir nicht mehr hinten. Das sieht gut aus. So legen wir jetzt die ganze Schüssel aus. Die Zwischenräume darf er ruhig lassen, da fließt nachher unser Creme hinein. Sieht cool aus. Mhm. Unsere Form ist ausgekleidet mit der Erdbeerroulade. Jetzt machen wir unsere Sahnemasse rein. Die verteilt sich jetzt schön in die Löcher, wo wir offen waren. Jetzt verteilst du quasi, ne? Ja, machen sie schön eben. Und jetzt machen wir ja noch den Boden, weil nachher wird ja gestürzt und das ist dann unter. Ach, das ist das, was du vorher gemacht hast. Man kann ganz normaler Biskuit. Genau, ein normaler Biskuit noch da drauf tun. Aber wir haben Roulade, also setzen wir Roulade da rein. Da haben wir noch ein Prägele. Alles da mal rein. Wow, wir haben es geschafft. Also Erdbeerschalotte mit Holunderblütensirup. Die geht jetzt für 24 Stunden in den Kühlschrank und dann muss sie morgen befreien. Da sind wir wieder. Ein Tag ist vorbei. Unsere Schalotte war jetzt im Kühlschrank und jetzt lösen wir sie aus der Form raus. Ja, schön. Wir stürzen. Holla. Und ziehen jetzt lösen unsere Folie ab. Gut, da wo jetzt keine Rouladestücke sind, hat sich die Masse aufgefüllt. Jetzt schneiden wir sie aber auch noch an, damit man sieht, wie sie innen aussieht. Ja. Und dann können wir sie mit Erdbeeren noch schön dekorieren. Das Messer habe ich nass gemacht, damit nichts hängen bleibt. So. Am Abstucken. Hey. Jetzt guck mal. Wir sind am Ende. Super ist unser Erdbeerschalotte mit Holunderblütensirup geworden. Wir wollen sie uns schmecken lassen. Ja. Wir müssen nur auflösen. Was haben wir denn für einen schwäbischen Begriff gehört? Heute haben wir gehört Gäppel. Gäppel. Ein Gäppel. Ist ein altes Auto, ein altes Fahrrad. Da heißt es ja, mit was für einem alten Gäppel fährst du umeinander? Ja. Ganz einfach, wie immer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Mir hat es saumäßig gefreut, wieder ein Rezept für euch zu machen. Und mich freut es, wenn ihr das Rezept nachmacht. Jetzt ist Erdbeerzeit. Mir einen Kommentar hinterlasst. Einen Daumen hoch und nur ein Abo abschließt.
Super. Vielen Dank und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.